Falls ihr noch kein Kanalmitglied seid, könnt ihr euch sehr gerne hier den Link im oberen kleinen i reinziehen. Das überlasse ich jedem Einzelnen, aber würde mich freuen über jedes einzelne Kanalmitglied, so dass hier der Kanal immer noch etwas weiter wächst. So, und jetzt kommen wir weiter zum eigentlichen Video zurück. Jojo Leute, was geht ab und willkommen auf meinem Kanal bei G-Squad zu einem weiteren GTA 5 Online Video. Und zwar werde ich euch hier in diesem Video zeigen, wie ihr aktuell den Giftcartuff Rance Glitch macht. Dazu geht ihr beide in einer Freundessitzung. Ihr selber geht ich mache das am liebsten mittlerweile im Nachtclub, nicht mehr mit der Arena. Ich werde das aber nachher auch mit der Arena zeigen. Geht auf irgendeine Ebene, stellt euch hier so vor dem Aufzug. Währenddessen sucht euer Freund sich auf der Map ein Premium-Rennen raus. Er ist mit euch in der einen derselben Sitzung, drückt Viereck. Hier ist das zum Beispiel, dieser Punkt. Premium-Rennen, drückt Viereck und startet das. Wenn er da drin ist, in den Job-Einstellungen ist, er startet ein Premium-Rennen, ihr selber drückt die PS-Taste, geht ins PSM-Menü, unter Freunde, sucht ihr euren Freund raus, geht auf seinen Namen, Übersicht, aktuelles Spiel, drückt ihr einmal auf Beitreten, so dass ihr einmal die schwarze Meldung bekommt, genau diese hier. Jetzt geht ihr hier dran, wählt irgendeine andere Garagenebene aus, drückt X, Doppel-Playstation-Taste, beitreten, X. Ihr hört im Hintergrund, wie ihr in die Wolken hochgezogen werdet, dann drückt ihr noch einmal X. Dann solltet ihr euch eigentlich mal kurz in den Wolken sehen. Jetzt sollten wir in der anderen Garagenebene spawnen, ohne Minimap. Steigt in irgendein Fahrzeug ein, fahrt damit nach draußen. Das war jetzt bei mir Garagenebene 4. Und jetzt fahrt ihr wieder da rein. Wählt wieder Garagenebene 4 aus, dann solltet ihr direkt einen verbuggten Bildschirm bekommen. So, drückt einmal Dreieck. Ihr fallt durch die Map. Jetzt macht ihr nur noch einmal Selbstmord. Interaktionsmenü, dich selbst umbringen. So, das war's. Euer Freund kann hier das Premium-Rennen wieder verlassen. Und die zweite Variante für euch zu verglitschen ist auch relativ einfach und simpel. Ihr begebt euch an eure Arena, falls euch das mit der Arena lieber ist. Geht ihr einfach in die Werkstattebene. Dann stellt ihr euch hier so vor den Aufzug. In der Arena, euer Freund geht auf Online, Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, Missionen und in einen Job für einen Titan. Ihr sucht ihn hier wieder raus unter der Freundesliste. In der Zwischenzeit geht auf aktuelles Spiel wieder, geht einmal auf Beitreten, so dass die schwarze Meldung kommt, genau so. Jetzt stellt ihr euch hier dran. Wählt einmal Garagenebene 1 aus und sobald ihr es ausgewählt habt, Doppel-Playstation-Taste und dann direkt beitreten und die erste schwarze Meldung auch sofort annehmen. So, ich mache das jetzt. Garagenebene 1, Doppelklick-Playstation-Taste, beitreten, X. Und verlassen das hier wieder, sobald wir wieder können. Kreis, X. Okay, wir sind ohne Minimap in der B1 gespawnt. Jetzt steigt ihr in irgendeinem Auto, fahrt einmal nach draußen,
ihr werdet das Auto hierbei nicht verlieren. Jetzt fahrt ihr wieder zurück ans Tor. Wählt jetzt wieder logischerweise Garagenebene B1 aus. Dann solltet ihr jetzt einen verbuggten Bildschirm bekommen. Genau so. Ihr drückt Dreieck, dass ihr einmal aussteigt. So, und voilà. Nun seid ihr auch verglitscht für Giftcar und könnt euch hier zum Trading-Ort hinbegeben. Dann positioniert ihr euch am besten selber hier, so an dem Trading-Ort wie ich. Genau da. Macht das Interaktionsmenü auf, fordert jetzt unter Sonderfahrzeuge eure mobile Kommandozentrale an. Ich muss erst das U-Boot einlagern. So, anfordern. Dann fordert ihr, nachdem eure MOC angekommen ist, über Mechaniker einen kostenlosen an. Bei mir wird noch was anderes drin stehen. Alles völlig egal. War das jetzt von Garage 3, glaube ich, waren noch, genau, da waren noch zwei kostenlose. Ihr steigt in eurem Wagen ein, euren Freund, er steigt mit bei euch ein, auf die Beifahrerseite, öffnet sein Handy, geht in die Kontakte, geht auf irgendeinen Kontakt, dann auf Nachricht senden, dann bleibt er hier so drin. Ihr selber fahrt an eure MOC dran, drückt einmal Steuerkreuz nach rechts. Falls ihr auch eine Vollmeldung bekommen solltet, nehmt ihr diese einfach an, ihr müsst sie mehrfach annehmen. Euer Freund wird aus dem Auto gekickt, ihr fahrt euer Auto etwas zurück oder je nachdem nehmt ihr auch ein Auto, was ihr nicht mehr haben möchtet, was ihr loswerden möchtet, dann könnt ihr das auch genauso dafür benutzen. Jetzt geht ihr hier kurz vom blauen Punkt. Ich mache das immer hier mit Franklin. Gehe auf Franklin, lehne die Meldung ab, gehe in den blauen Punkt und wähle allein eintreten. Halte Steuerkreuz umgedrückt, rechter Analogstick nach oben. Nachdem ich das loslasse, habe ich diese schwarze Meldung. Die lehne ich wieder ab. Jetzt bin ich hier draußen wieder unsichtbar. Und wenn ich jetzt in den Wagen von meinem Freund einsteige, habe ich diesen Wagen von ihm kopiert. So, ihr seht das, Anhänger direkt wieder verlassen. Ihr könnt das wirklich instant direkt auch mit dem nächsten Fahrzeug machen. Ihr könnt direkt nach und nach die Fahrzeuge wieder euch reinziehen, wie, je nachdem wie ihr es möchtet, für das nächste Fahrzeug machen zu können, ruft ihr euch einen kostenlosen oder wie gesagt irgendeinen Wagen, den ihr nicht mehr haben möchtet, den ihr dafür opfern wollt. Wie gesagt, bestellt euch wieder irgendein Auto, was ihr dafür opfern möchtet, was ihr loswerden möchtet oder einen kostenlosen. Ich werde mir jetzt hier den Lost Slamvan hier noch draufziehen. Euer Freund sitzt wieder in eurem Auto auf dem Beifahrersitz. Er macht wieder dasselbe. Er geht wieder in die Kontakte auf irgendeinen Kontakt. Dann auf Nachricht senden. Dann bleibt er jetzt wieder hier so drin. Ihr selber fahrt wieder an die MOC dran, drückt Steuerkreuz rechts. Falls ihr die Vollmeldung bekommt, nehmt ihr diese wieder an. Ein paar Mal durchspammen, das paar Mal X durchspammen. Ihr steigt wieder aus, lauft wieder an die MOC dran. Und wenn das nicht direkt klappen sollte, hier mit der schwarzen Franklin-Meldung, macht das jedes Mal immer wieder. Steuerkreuz nach unten gedrückt halten, rechter Analogstick nach oben, Steuerkreuz nach unten loslassen. Falls die Meldung nicht direkt kommt, immer wieder ein paar Mal machen. So, ich bereite mir das hier wieder vor. Einmal Franklin-Meldung wieder. Jetzt wieder alleine eintreten. Allein eintreten, Steuerkreuz und gedrückt halten, rechter Analogstick nach oben. Ihr seht das. So, jetzt kommt sie erst. Ablehnen. So, jetzt bin ich unsichtbar. In Hoffnung, dass ich hier nicht umgefahren werde. Steige hier jetzt wieder in das nächste Auto ein. Und somit habe ich das nächste Auto schon wieder kopiert. Das Auto, was jedes Mal in der MOC landet, das gehört euch. Und wenn ihr ein weiteres Fahrzeug holt oder einen kostenlosen und ihr das nächste euch zieht,
wo ihr dann die Vollmeldung bekommt. Da landen dann die Fahrzeuge, die in der MOC gerade drin stehen, auf dem Stellplatz, wo ihr das jeweilige Auto bzw. wo ihr den kostenlosen hier über Mechaniker euch angefordert habt. So, aber eine Sache noch, ich werde euch noch zeigen, wie ihr euch am schnellsten wieder entglitschen könnt. Weil so lange wie ihr hier verglitscht seid, ob ihr noch verglitscht seid, könnt ihr ganz einfach testen, indem ihr R1 gedrückt haltet, und wenn ihr nicht das Waffenrad bekommt, dann seid ihr immer noch verglitscht. Wie gesagt, solange ihr verglitscht seid, könnt ihr in kein Gebäude reingehen von euch, in irgendeiner Immobilie, werdet einen endlos langen Ladebildschirm bekommen. So, um euch hier nun endlich zu entglitschen, geht ihr einfach hier an das Garagentor von eurem Nachtclub, lauft in den blauen Punkt, bekommt ihr diese Animation, und jetzt hier die Garagenliste, diese lehnen wir einfach nur noch mit Kreis ab, und jetzt seid ihr schon entglitscht. Das gleiche könnt ihr auch machen, wenn ihr hier runter zum Casino fahrt, geht einmal ins Parkhaus rein und wieder raus, dann seid ihr auch entglitscht. Also diese beiden Varianten habt ihr. So, das wäre es auch schon am Ende dieses Videos, hoffe euch hat es gefallen, dann lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, und seid ihr neu auf meinem Kanal, dann hinterlasst ein Abo, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr auch nichts mehr. Wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend und wir hören uns spätestens beim nächsten Video. Bis dann, alle miteinander.